So, bevor das Gameplay anfängt, dies ist ein Rageplay. Gut, meine anderen Rageplays waren heftiger, habe ich mehr beleidigt und so, aber in diesem Gameplay, da rege ich mich einfach nur über das Spiel auf. Also kann man das, glaube ich, schon als Rageplay abstempeln, sage ich mal. Mit anderen Worten, wer sich nicht reinziehen kann, wie ich über das Spiel nörgle, der soll jetzt abschalten. Und wer das sehen will, viel Spaß beim Video. Hallo Leute, Leo hier mit einem neuen Gameplay. Ihr seht, es ist der Assassin's Creed Revelations Multiplayer. Ich muss die erstmal eine Figur auswählen und ich werde mit dem mit dem hier spielen. Ich habe seinen Namen vergessen, aber mit dem habe ich noch nie ein Gameplay gespielt. Ich finde den aber auch nicht so gut, den Charakter, aber trotzdem. Es ist der Modus Artefaktangriff. Ja, wir werden wahrscheinlich verlieren, weil die sind drei und wir sind zwei und man kann den Modus mit Capture the Flag vergleichen. Sogar, ich würde sogar, man kann ihn gleichstellen. Leider scheitert dieser Modus an der Assassin's Creed-Logik, meiner Meinung nach. Also, im Moment bin ich in meinem Gebiet. Das heißt, im Moment kann ich die anderen töten. Also die, die mein Artefakt halt haben wollen. Das Problem ist jedoch, wenn ich in derer Base, beziehungsweise in ihrem Bereich bin, kann ich sie nicht töten, sondern nur ohnmächtig schlagen. Ja, wo ist die Logik, wenn ich weiß, dass die gleich mein Artefakt stehlen werden? Ja, toll. Also wie gesagt, wir haben jetzt schon verloren. Wir können das nicht schaffen. Außer wir kriegen mal ein bisschen Ausgleich hier. Also vielen Dank nochmal Ubisoft für das grandiose Matchmaking-System. Ihr seht ja, 2 gegen 4 in einem teambasierten Spiel. Das ist super. Aber immerhin, mein Kollege versucht es. Es ist immer wieder schön zu sehen, dass ich wieder echt Teammitglieder habe, die wenigstens was versuchen. Ne, es gibt ja auch manche Teammitglieder, die scheißen einfach drauf. Die können es einfach nicht. So. Also wie gesagt, Capture the Flag, leider scheitert es an der Assassin's Creed-Logik, denn ich finde das immer noch grausam, dass ich. Wieso kann ich die nicht töten? Und wieso hat es gerade geleckt? Ach so, was ich vielleicht noch sagen kann. Ich habe bei Fraps jetzt eine andere also mein Aufnahmeprogramm, eine andere Einstellung verwendet. Und zwar Force Lossless RBG Capture. Mit anderen Worten, ich nehme jetzt wirklich das auf, was ich sehe. Ich bin mal gespannt, wie sich das auswirkt letztendlich. Also aufs Video. Ich muss das natürlich auch noch rendern und alles. Aber ich glaube schon, dass man es ein bisschen sehen wird. Einfach, dass einfach alles ein bisschen schärfer ist, weil ich habe, wie gesagt, ich nehme da ja mit besserer Qualität auf. Klar, meine FPS sind jetzt wieder schon ein bisschen weiter nach unten gefallen. Ich habe ja, wie gesagt, habe ich das schon mal gesagt? Ich weiß es nicht. Aber ich habe eine USB-3-Karte. Karte meine ich nicht. Festplatte. Und die ermöglicht es mir halt, vernünftige FPS beim Aufnehmen zu haben. Aber das RBG Capture, das treibt dich schon wieder ein bisschen weiter nach unten. Also so hatte ich die FPS, als ich noch ohne die USB-3-Platte war. Gut, ein bisschen höher, aber naja. So. Jetzt ist wieder hier Assassin's Creed-Logik. Das finde ich richtig scheiße am Modus. Keiner bewegt sich jetzt, weil wenn ich darauf gehe, kann ich ihn nicht töten. Geht er wiederum auf meine Seite, kann er mich nicht töten. Nein, andersrum. Kann er mich töten, aber ich ihn nicht. Und das ist einfach komplett behindert. Deswegen spiele ich diesen Multiplayer auch nicht gerne. Ich zwinge mich gerade ein bisschen, diesen Multiplayer zu spielen. Warum soll ich etwas spielen, was nicht. Ich weiß, dass ich viel, relativ viel Skill habe. Das heißt, würde es wirklich nach Skill gehen, ich glaube, von 10 Klicks, also von 10 Toten, hätte ich dann wahrscheinlich wirklich 8 oder 9 gewonnen, das weiß ich einfach. Sonst würden meine KDs und alles in Spielen, wo wirklich Skill gefordert wurde, nicht so aussehen wie jetzt. Aber in diesem Spiel, was ist da Skill? Ein paar sagen, da braucht man übelst Skill für. Wo braucht man denn hier Skill? Hä? Wo braucht man in diesem Spiel auch nur ansatzweise Skill? Ich kann doch nicht mal mehr den Typen töten, wenn ich's will. Was ist das denn für ein Bullshit? Der hat mich gerade. Bullshit. Ja, sicher. Seht ihr, ich hab geklickt. Ich hab geklickt. Ne, und sowas finde ich einfach komplett behindert an diesem Multiplayer.
Und jetzt hier werde ich schön in die Zange genommen. Danke, Ubisoft. Danke euch, Wichsern, für dieses geile Matchmaking. Ja, ich kann mich so gut wehren. Danke, Leute. Danke. Wirklich danke. Es hat so viel mit Skill zu tun. Seht ihr das? Das ist das skilligste Game, Leute. Das skilligste Game. Da, friss. Ne. Das ist nicht gut, wenn ich solche Scheiß-Games spiele, wenn ich aufgeregt bin. Nicht aufgeregt, sondern erregt bin, sag ich mal. Nicht falsch verstehen, aber sowas ist... Boah, Leute, was soll ich mit der Scheiße? Warum kann ich jetzt nicht auf den zurennen und ihn töten? Gib mir einen Grund. Ich weiß, dass er der Typ ist, der gleich mein Artefakt steht. Wieso kann ich ihn nicht einfach umbringen? Wo ist das Scheiß-Problem? Anscheinend funktioniert der Multiplayer nicht vernünftig, wenn ich es nicht kann. Komplett behindert. Ja, ja, war klar. Und jetzt wäre ich wieder in den Zange genommen, ey. Auftrag verloren. Genial, einfach nur genial, Ubisoft, ey. Genial. Genial. Einfach genial, ey. Einfach genial. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber ihr seht doch, was das für Mitleid-Bullshit ist. Was soll ich denn machen? Jetzt ist wenigstens das Team ausgeglichen. Immerhin, aber das gerade war ja Bullshit. Das war einfach nur Bullshit. Mehr kann man dazu auch nicht sagen. Naja, komm. Ja, also ich hab das Artefakt bis jetzt nicht ein einziges Mal gestohlen, aber was soll ich tun? Ihr habt doch gerade gesehen, was los ist. Nein. Diese Linie. Mein Team. Ah, guck mal, da. Jetzt wirft er hier schön seine Rauchbombe hin. Und jetzt seht ihr, wie viel Skill dahinter steckt. Ne? Ich kann es einfach nicht ab, so einen Bullshit zu spielen. Einfach nur Scheiße. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. So, verzieht euch. Ja, und jetzt kann ich ihn wieder nicht töten. Ich liebe diese Logik. Ich war in der Rauchbombe, ey, Leute. Leute, was? Was? Leute, was? Ihr habt doch gesehen, die Rauchbombe war noch aktiv, oder? Ich kann es einfach nicht ab. Ich kann es einfach nicht ab. Da sieht man wieder, wie Ubisoft es einfach nur wollte, dass dieses Game Multiplayer hat, damit es auch schön mehr Leute spielen. Ich meine, dieses Spiel braucht keinen Multiplayer. Das ist ein Story-Spiel. Wer kauft sich das Spiel denn für Multiplayer? Der tut mir ja dann richtig leid. Ja. Ja, verdammte Scheiße. Jetzt haben wir es geschafft, ey. Da hat jemand diese Noob-Fähigkeit aktiv. Diese... Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber es ist so eine Fähigkeit, da kann man einfach einen Gegner auswählen und ihn dann töten lassen. Das ist einfach nur noobiger Bullshit. Das ganze Scheiß-Multiplayer, ey. Kann man echt nicht spielen, ey. Jetzt halt deine Fresse! Ja, komm mal. Das macht einfach keinen Spaß. Was soll ich nur sagen? Ich kann nicht mehr als euch zeigen, wieso dieser Multiplayer einfach Bullshit ist in Sachen vernünftiges Gameplay. Der Gegner hat ihr Artefakt gestohlen. Rache. Meine Fresse. Ihr Artefakt ist wieder bei ihrer Basis. Und ich freue mich auch nicht auf den Assassin's Creed 3 Multiplayer. Um das schon mal gesagt zu haben. Ich werde den wahrscheinlich wieder bis Level 50 beziehungsweise bis zum Maximallevel spielen. Und dann war es das für mich erstmal. Danach werde ich den wahrscheinlich noch irgendwie so 2 Wochen relativ viel spielen. Aber ich glaube, dann hält mich da auch nicht mehr viel dran. Ihr könnt ja meine Kommis schreiben, wie ihr euch freut. Beziehungsweise ob ihr euch überhaupt freut auf den Multiplayer von Assassin's Creed 3. Bis jetzt habe ich ja ein paar Trailer gesehen und die sind exakt dasselbe wie das hier, nur mit anderen Maps und anderen Charakteren.
Also er wird mir auch nicht so gefallen. Im Ernst. Ach, fickt euch. Ne, und jetzt kann ich mich nicht wehren. Ich kann ihn nicht töten. Wo ist denn die Logik dahinter? Wer hat sich das denn bei Ubisoft ausgedacht? Wieso darf ich den denn nicht töten? Da sieht man doch, dass der... Der kann doch gar nicht richtig funktionieren, dieser Multiplayer. Wenn ich doch nicht mal meine Feinde töten kann, obwohl ich weiß, dass sie meine Feinde sind. Versteht ihr, was ich meine? Ja, wahrscheinlich nicht. Weil ich rage ja hier wieder rum. Und wenn ich rage, rede ich sau viel Scheiße. Zugegeben, ich raste jetzt natürlich auch wieder aus und übertreibe auch sehr viel, aber da kann ich ja jetzt nichts für. Ich bin halt jetzt ein bisschen angeraged. Ja, super. Das gegnerische Artefakt ist wieder bei deren Basis. Ihr Teammitglied hat das gegnerische Artefakt. Bleib jetzt hier noch ein bisschen sitzen. Mir das Mitleid ansehen. Ja. Zweiter, bin aber erster im Team. Obwohl ich nicht ansatzweise eine Flagge geklaut hat. Und da sieht man auch wieder, wie dumm die bei Ubisoft sind. Was ist das? Warum macht man einen solchen Modus? Und dann geht es wiederum um die Punkte. Was ist das für eine Logik? Ihr habt doch gesehen, ich habe nullmal, also wirklich kein einziges Mal die Flagge gestohlen. Und andere meiner Teammember haben sich den Arsch abgerackert. Die sind da hingelaufen, haben sich das immer geholt. Und dann kriege ich den ersten Platz im Team. Was ist das denn für ein Bullshit? Das ist unfair. Das ist einfach nur unfair, man kann es doch nicht sagen, oder? Was soll denn das? Ich habe doch nichts gemacht. Ein Spielmodus, wo der nur darum geht, wirklich die Flagge zu suchen. Und ich habe die nicht ein einziges Mal gestohlen und ich bin erster wegen meinen Punkten. Was soll das? Ich müsste letzter oder vorletzter sein, aber auf jeden Fall hinter den Typen, die wenigstens mal die Flagge geklaut haben. Das ist doch einfach Bullshit. Und jetzt, deswegen habe ich einfach keinen Bock mehr auf diesen Multiplayer. Und deswegen sage ich jetzt auch, ich bin raus, haut rein. Ich war, ja, ciao.